Willkommen in einer Welt zwischen Nord- und Ostsee, in der die Grenzen zwischen Schein und Sein täglich mehr verschwinden. Wir leben in einer Welt, in der Seemannsgarden unseren Alltag bestimmt. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dafür müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihr Bewusstsein dem Unglaublichen öffnen. Sehen Sie diesen Apfel? Von der Seite scheint er ungenießbar. Wahrscheinlich würden Sie ihn nicht mehr essen. Doch es kommt auf die Perspektive an. Heute möchten wir alles, was Sie glauben zu wissen, auf die Probe stellen. Heute zeige ich Ihnen 5 Geschichten, die verblüffend sind. Ich nehme Sie mit in die Welt der Lebensmittelverschwendung. Sie entscheiden, was wahr oder falsch ist. Welch ein Glück für Frau Koopmann, dass Herr Koopmann am liebsten Süßes isst. Sonst wäre der Pudding und die Beziehung für die Tonne. Hi Schatz, bist du schon auf dem Weg nach Kiel? Dass ich heute dran bin mit Kochen? Nee, das habe ich natürlich nicht vergessen. Ja, lass dich überraschen. Schatzi, ich bin zu Hause. Erinnern Sie sich an Frau Koopmann, die ihr Vertrauen in die Portionsangabe auf der Verpackung legte? Natürlich konnte sie dadurch ein mengenmäßig perfektes Abendessen zaubern, oder nicht? Wenn Sie glauben, dass dieser Mythos wahr ist, dann liegen Sie falsch. Portionsgrößen auf Verpackungen sind vom Hersteller frei erfunden und richten sich nicht nach festgeschriebenen Größen. So kann es passieren, dass das Hauptgericht zu klein und das Dessert zu groß ausfällt. Portionsgrößen führen demnach genauso zu Resten wie zu Hunger. Wer Portionsgrößen auf Verpackungen vertraut, ist daher auf dem Holzweg. Schnäppchenjäger sind stets auf der Suche nach dem großen Gewinn. Doch manchmal liegen Gewinn und Verlust nah beieinander. Oh, super! Oh, super! Hey, wir wollen jetzt alle zusammen Fischbrötchen essen. Willst du mitkommen? Oh, super! Hallo? Moin, Abfallwirtschaft, Pinneberg. Sie hatten eine größere Tonne bestellt. Ja, super! Denken Sie zurück an Frau Springer. Sie konnte dank XXL-Verpackungen und Preisaktionen viel Geld sparen. Oder nicht? Leider müssen wir Sie enttäuschen. Durch die vielen Reste, für die sie umsonst bezahlt hat, sowie die Kosten für die größere Biotonne, hat sie Verlust gemacht. Großverpackungen lohnen sich nur dann, wenn alles gegessen wird. Wer jedoch genießbare Lebensmittel wegwirft, macht Miese. Wissen Sie, welches Computerspiel 1984 zum ersten Mal gespielt wurde und seitdem weltweit bekannt ist? Vielleicht finden Sie es zu Ihrem eigenen Schutz lieber heraus. Denken Sie nochmal zurück an Herrn Frankenfels, der alle Lebensmittel erfolgreich im Kühlschrank verstaute. Wo genau spielt ja keine Rolle. Hauptsache gekühlt, oder nicht? Dieser Mythos ist leider falsch. Im Kühlschrank gibt es verschiedene Kältezonen, die optimale Bedingungen für die jeweiligen Lebensmittel bieten. Zum Beispiel gehört leicht verderbliche Ware in das Fach über dem Gemüsefach, weil es dort am kältesten ist. Außerdem sollte der Kühlschrank auf 7 Grad Celsius eingestellt werden. Nur optimale Kühlschranksortierung und Temperaturen garantieren die angegebene Haltbarkeit. Waren Sie schon mal bei einem All-You-Can-Eat-Buffet? Dann wissen Sie sicherlich, dass zu beherztes Zugreifen einige Gefahren birgt.
Erinnern Sie sich noch an Frau Blume, die einem Hausverbot nur knapp entging, indem sie die übrigen Brotscheiben zurückließ? Wahr oder erfunden? So soll es sich tatsächlich zugetragen haben. Zwar gibt es kein generelles Verbot, Übriggebliebenes mitzunehmen, jedoch machen Hotels und Restaurants üblicherweise von ihrem Hausrecht Gebrauch und untersagen die Mitnahme der Reste. Essensreste müssen also am Tisch oder Buffet verbleiben. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Jedes Jahr kaufen wir sie aufs Neue. Wandkalender, Taschenkalender, Tischkalender. Manche bringen uns mit lustigen Sprüchen zum Lachen. Manch anderer rettet sogar Leben. Wenn Sie glauben, dass Frau Peters nur knapp einem Unglück entgangen wäre, dann liegen Sie falsch. Egal, welches Datum der Wandkalender zeigt, ein Joghurt lässt sich verlässlich mit allen Sinnen prüfen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum garantiert optimale Qualität bis zum genannten Datum. Darüber hinaus können Konsistenz, Geschmack oder Aussehen abweichen. Gesundheitliche Folgen sind allerdings nicht zu erwarten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verfallsdatum, sondern ein Qualitätsgarant. Wie oft lagen Sie richtig? Denken Sie auch beim nächsten Mal daran, dass der erste Eindruck Sie hinters Licht führen kann.